Du willst wissen, was die besten Rocket League, Sideswipe, Spieleinstellungen sind? Dann bist du in dem Video genau richtig. Leute, ganz, ganz wichtig. Richtig, richtig viele von euch haben den Kanal noch nicht abonniert. Also richtig viele Leute, die meine Videos schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Deswegen, Freunde, helft mir dieses Jahr noch die 6.000 Abonnenten zu knacken. Es würde mich sehr, sehr freuen. Also Leute, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Kuss geht raus. Danke für euren Support. Und jetzt würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange drum rum und starten direkt rein mit dem Video. So Leute, jetzt sind wir hier in-game und jetzt ist es leider genau über meine Facecam. Ihr müsst aber einfach auf dieses kleine Zahnrädchen oben rechts in der Ecke drücken. Das heißt, ihr drückt auf das Zahnrädchen in der Ecke, dann öffnet ihr automatisch die Einstellungen und dann ganz, ganz oben steht Spieleinstellungen. Da ist jetzt leider genau meine Facecam drüber, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Da steht einfach Spieleinstellungen und das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige, worauf es bei uns ankommt. Also, ihr könnt hier bei Steuerungsanpassung, könnt ihr das hier verschieben, wie ihr wollt. Ihr könnt egal machen, was ihr wollt. Ihr könnt die einzelnen Buttons dahin verschieben. Ihr könnt auch die Modes hier verschieben, falls sie euch da nerven. Macht da, was ihr wollt. Ich habe es jetzt leider ein bisschen dumm verschoben. Oh, perfekt. Akku fast leer. Aber was ganz, ganz wichtig ist, hier oh, ganz oben, ihr könnt hier auch die einzelnen Größen anpassen, ne? Wenn die euch zu klein sind, wenn die euch zu groß sind, was auch immer. Ihr könnt da alles einzeln ganz genau anpassen. Aber wichtig, ganz, ganz wichtig, ist dieser Button hier. Aktiviert diesen Button. Damit könnt ihr nämlich gleichzeitig springen und boosten. Dadurch habt ihr einen riesen Vorteil. Viele sagen, dass der Button viel zu OP ist, dass der viel, viel, viel zu gut ist. Deswegen, Leute, aktiviert diesen Button und ihr springt und boostet gleichzeitig. Also ihr müsst ja sonst immer beide Buttons gleichzeitig drücken, was gerade, wenn ihr wie ich mit dem Daumen spielt, sehr, sehr kompliziert ist. Hier macht ihr es so, dass ihr nur einen einzigen Button drücken müsst. Ihr könnt euch den auch hinziehen. Ich finde es sogar gar nicht so schlecht, wenn man sich den hier drüber zieht und dafür diese Rücktaste hier rein. Wenn man sich den hier rüber zieht, dann kommt man mit dem Daumen meiner Meinung nach immer sehr, sehr gut hin. Deswegen zieht euch den Button da hoch oder wie auch immer ihr es machen wollt, zieht euch den dahin, wo ihr am besten rankommt und aktiviert den wirklich, aktiviert den. Ihr könnt die Größe alles auch noch ganz genau auf eure Bedürfnisse anpassen. Für mich ist die Einstellung so am besten, aber ganz wichtig, ich spiele auch mit Controller. Wo ist mein Controller? Ich wollte ihn euch eigentlich gerade zeigen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Controller ist. Aber Leute, ganz wichtig, ich spiele mit Controller. Das heißt, ich brauche die ganzen Buttons sowieso nicht und ich kann es euch auch allen nur empfehlen. Spielt Rocket League Sideswipe mit Controller. Klar, ist ein bisschen unfair für alle anderen, aber spielt es mit Controller. YouTube-Tutorial dazu gibt es auch auf meinem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, yo, wie verbinde ich meinen Controller mit dem Handy, dann guckt euch das Tutorial dazu an. Geht super, super einfach. So, Leute, jetzt sind wir aber in den weiteren Einstellungen. So, jetzt haben wir unsere Buttons erstmal an die richtige Stelle gebracht. Jetzt können wir die auch noch einzeln konfigurieren. Erstmal Kameraausrichtung ist Gewöhnungssache bei mir, immer rechts verteidigen. Stickgröße, ganz wichtig, ist groß, damit man die auf dem kleinen Handy gerade sehr gut trifft. Und der Stickanker, das heißt, ihr könnt damit entscheiden, wie weit könnt ihr den Stick, das Ding, was sich im Zentrum ist, diesen kleinen Kreis, wie weit könnt ihr den nach außen in die jeweilige Richtung ziehen. Da würde ich auch auf jeden Fall auf lang machen, weil dadurch habt ihr ein besseres Gefühl, wie weit oder wie schnell euer Auto und damit könnt ihr das Ganze einfach deutlich, deutlich besser steuern. So, Sticksperre würde ich frei machen, weil dann auch, falls ihr mal den Stick nicht trefft, könnt ihr automatisch in eine Richtung direkt lenken. Deswegen Sticksperre auf jeden Fall auf frei. Netzwerkeingabepuffer kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, habe ich aber auf keinen gedrückt. Netzwerkstatistiken aktivieren habe ich jetzt einfach auf einen gemacht, weil bei mir ist echt so oft, bei mir war es echt oft, dass ich Netzwerkprobleme habe, deswegen habe ich es einfach mal aktiviert, dass man das sieht. Haptisches Feedback erlauben ist Quatsch, macht es nicht rein, genauso wie Kamerabewegungen und Steuerung für Boost und Sprung vertauschen. Könnt ihr machen, aber ich würde es lassen. Also wie es am besten klarkommt, ich würde es einfach lassen. Dann ganz wichtig, hier könnt ihr die Audio noch einstellen für die Leute, die sich gefragt haben, yo, wie mache ich meine Lautstärke vom Spielgeschehen leiser? Die könnt ihr hier ändern. Hier könnt ihr sagen, yo, das ist mir viel zu leise, macht es auf 100%. Hier könnt ihr auch die Musik, hier unten rechts könnt ihr allgemein ausschalten oder danke für den Abo. Hat gerade jemand abonniert, Kuss geht raus, Digga. Deswegen, Leute, war nochmal an alle Leute, die jetzt das Video schauen. Leute, wirklich, abonniert den Kanal, es würde mich sehr, sehr freuen. So, also hier könnt ihr die Musik noch einstellen und die Spiellautstärke. Dann könnt ihr hier rechts noch, ganz wichtig, die Qualität einstellen. Wenn ihr denkt, yo, mein Handy kann das irgendwie nicht mehr, es laggt die ganze Zeit, dann könnt ihr hier die Qualität runterstellen auf mittel und niedrig.
und damit sieht das Spiel dann natürlich ein bisschen schlechter aus. Dafür habt ihr dann mehr FPS. Hier könnt ihr auch FPS einstellen, wie viel ihr genau haben wollt. Zum Beispiel, wenn ihr nur einen 30 Hertz Display habt, lohnt es sich nicht, maximal 60 FPS einzustellen, sondern lasst es einfach bei 30 FPS. Weiter FPS im Menü reduzieren könnt ihr machen. Macht aber vom Ding her keinen Unterschied. Es geht ja wirklich nur darum, dass ihr in-game gute FPS habt. Dann FPS-Anzeige aktivieren habe ich jetzt auch einfach mal, dass ich sehe, wie viel FPS habe ich. Und dann beim Spielen qualitativ hochwertiges Gras ist dumm. Bringt das Spiel nur zum Laggen. Wenn ihr kein richtig gutes Handy habt, lasst es sein. Dadurch kommt es nur zu Lags. So, jetzt spielen wir aber nochmal ganz kurz hier ein Trainingsmatch. Dann kann ich euch nochmal zeigen, wie ich das jetzt hier alles angeordnet habe. Das heißt, ihr seht schon, ich habe es folgendermaßen angeordnet. Hier oben könnt ihr jetzt den neuen Button, den man normalerweise nicht direkt dabei hat. Damit springt und boostet ihr gleichzeitig. Das heißt, ihr seid am Boden, möchtet ganz schnell hoch, macht ganz schnell hier zweimal drauf und seid direkt an der Decke. Zack, zweimal hoch und dann seid ihr direkt an der Decke. Es ist super, super einfach, es ist super, super geil. Nimmt es, damit habt ihr riesen Vorteile. Gerade wenn ihr hier zurückfahrt und ganz schnell nach oben wollt, war jetzt natürlich nicht so ein gutes Beispiel, machen es nochmal. Wenn ihr hier ganz schnell nach oben wollt, könnt ihr damit easy dann noch einen Shot abwehren. Sonst müsstet ihr erst so Doppelsprung-Boost die ganze Zeit hier so mit eurem Daumen, also ich spiele immer mit meinem Daumen, müsstet ihr das immer so abwechseln und das ist deutlich, deutlich komplizierter. Deswegen packt euch auf jeden Fall, wo auch immer ihr den Button hinmacht, ich habe ihn jetzt hier über den Boost gepackt, nehmt den auf jeden Fall, vertraut mir. Wenn ihr wirklich auf Handy spielt mit euren Fingern, dann holt euch diesen Button. Er ist komplett OP. Die ganzen Pros, jeder sagt, dass es komplett, komplett OP ist. Und hier sieht man nochmal der frei bewegliche Joystick. Ich kann jetzt auch zum Beispiel in der Mitte des Screens anfangen und dann bewegt sich der Joystick trotzdem. Und wenn das fest wäre, dann hättet ihr immer nur eine Position, wie ihr den Joystick bewegen könnt. Ihr seht auch, mein Joystick ist sehr groß und ich kann ihn sehr weit ziehen. Das merkt ihr ganz besonders hier, wenn ich... Ich kann jetzt ganz genau einstellen, wie schnell mein Auto fahren soll. Also wenn ich den nur leicht ziehe, dann fährt mein Auto natürlich langsamer. Wenn ich ihn doll ziehe, fährt mein Auto natürlich schneller. Und genauso ist es dann auch in der Luft. Wenn ich leicht mich bewege, dann geht mein Auto, dreht sich das Auto nur langsam. Und wenn ich es schnell ziehe, dann fährt es auch in der Luft schneller und kann sich alles schneller bewegen. Whatever. So, Freunde, das war's, glaube ich. Das sind, glaube ich, alle Einstellungen, die wichtig sind, wo ihr auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage habt. Also ganz wichtig, nochmal zusammengefasst, gönnt euch diesen Button, stellt meinetwegen die ganzen Buttons auch noch größer, wenn sie euch zu klein sind, und dann war es das eigentlich. Da ganz wichtig hier auch das Ganze hier größer machen, den Joystick links und frei beweglich machen, und dann habt ihr eigentlich die besten Voraussetzungen, um der beste Rocket League Sideswipe-Spieler der Welt zu werden. So, Freunde, ich würde aber sagen, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht konnte ich auch noch was Neues zeigen, was ihr noch nicht wusstet. Und falls euch gefallen hat, lasst super, super gerne ein Like da. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um kein geiles Rocket League Sideswipe-Video mehr zu verpassen. Und ganz, ganz wichtig, Freunde, abonniert den Kanal. Wir sind kurz vor den 6000 Abos. Das würde mich super, super doll freuen. Kuss geht raus. Danke für euren ganzen Support in letzter Zeit. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. Ciao.